In den vergangenen Sendungen HWK TV ging es mal feierlich, mal kulinarisch, aber immer ein wenig weihnachtlich zu. Dass das Handwerk so kurz vor Weihnachten und vor dem Ende des Kalenderjahres auch handwerkspolitisch einiges zu bieten hat, zeigte sich vergangene Woche. Bei der Konferenz des Projekts Wirtschaftskooperation Rheinland-Pfalz, Südosteuropa ging es um die Chancen für den Mittelstand und die Zusammenarbeit in Europa. Die Spitzenverbände des handwerklichen Mittelstandes aus 11 Balkanstaaten trafen sich am 8. und 9. Dezember zu einem Kongress in Koblenz. Schwerpunktthemen waren die Umsetzung der europäischen Mittelstandspolitik und die aktuelle wirtschaftliche Lage des Handwerks im Balkanraum, aber auch in Deutschland. Der Kongress setzte sich am 9. Dezember im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation der Handwerkskammer Koblenz fort. Dabei ging es vor allem um das Dienstleistungsangebot der Handwerkskammer Koblenz. Georgi Schiwarow, Vizepräsident des bulgarischen Wirtschaftsverbandes, zu Kongressergebnissen und der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Bulgarien. Also ich bin zum wiederholten Mal hier in Koblenz. Ich wurde eingeladen zu einer Konferenz, deren Nutzen auf der Hand liegt. Es haben sich Partner aus Südosteuropa getroffen, die darüber diskutieren, wie die Situation des Handwerks in ihren Ländern ist. Es ist ja so, dass die Situation des Handwerks sehr unterschiedlich ist. Es gibt Länder, in denen es Gesetze bereits gibt und diese Gesetze funktionieren mehr oder weniger. Und es gibt Länder, die noch Entwürfe haben und sozusagen nacheifern in dieser Hinsicht. Es war sehr, sehr wichtig, dass hier Erfahrungen ausgetauscht werden, dass diese Länder, die ein bisschen weiter fortgeschritten sind, vielleicht auch über Probleme erzählen, die jetzt auf sie zukommen, die neu sind und auf diese Weise die anderen vorbereiten. Funktioniert. Das Zusammentreffen der internationalen Partner in der Rhein-Mosel-Stadt Koblenz ist inzwischen zu einer liebgewordenen Tradition in der Vorweihnachtszeit geworden. Gerade seit der Mitgliedschaft von Rumänien und Bulgarien in der Europäischen Union nimmt dieser Austausch einen wichtigen Stellenwert ein. Leider sind wir erst am Anfang des Eintritts ins Europäische Parlament. Jedoch sind wir keine Anfängerdemokratie. In etwa 20 Jahren haben wir in diesem Miteinander eine Menge gelernt. Mit den ausländischen Geldgebern, der offenen Gemeinschaft und den anderen Unterstützern aus der ganzen Welt. Jetzt haben wir endlich einen Zustand von politischer Stabilität erreicht. Wir haben sehr gute Gesetze, sowohl im zivilrechtlichen als auch im wirtschaftsrechtlichen Bereich. Nichtsdestotrotz haben wir noch sehr viel vor uns, was wir noch schaffen und verbessern müssen. Dies ist auch der Grund, warum wir hier in Koblenz sind und auch, warum wir die Handwerkskammer besuchen. Denn auch das albanische Handwerk kann von der Organisation und den sehr guten Weiterbildungsmöglichkeiten profitieren. Im Projekt beteiligen sich auf deutscher Seite mehrere Organisationen, darunter die vier rheinland-pfälzischen Handwerkskammern und die IHK Rheinhessen. Neben dem Mittel- und Osteuropa-Zentrum des Landes Rheinland-Pfalz bringt sich auch der Zentralverband des deutschen Handwerks in die Projektarbeit ein. Michael Olmer zu seinen Eindrücken aus der Konferenz. Die Eindrücke dieser Konferenz sind ja vielfältig und entsprechend der Ländervielfalt auch sehr unterschiedlich. Wichtig für uns ist natürlich immer wieder ein Eindruck von der Projektarbeit vor Ort zu gewinnen, von den Erfahrungen und bisherigen Erkenntnissen auch der Projektpartner in den Zielländern etwas mitzunehmen und das in die Arbeit der nächsten Jahre einfließen zu lassen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Das Projekt wird noch 4 Jahre lang weitergehen. Und heute ist sicherlich ein erster Meilenstein gelegt worden, aber es gibt noch viel zu tun. Alles in allem also eine gelungene Veranstaltung für den internationalen Mittelstand. Wir von HWK TV wünschen allen Zuschauern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2010 wieder mit spannenden Reportagen aus der Welt des Handwerks. Bis dahin, alles Gute.